Wir sind alle enttäuscht. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder auch... Ah, warte mal, falscher Kanal. Ja, Leute, es ist wieder Banlist-Time. Und ja, was soll ich sagen? Normalerweise fasse ich immer zusammen, was andere YouTuber sagen und nehme die so ein bisschen hops. Und ja, und dann bekomme ich immer solche Kommentare wie diese hier. Leute, chill mal, ja. Es gibt sowas wie Ironie, Sarkasmus... Vielleicht schon von gehört oder vielleicht sogar Humor. Außerdem kommt hinzu, dass ich alle eigentlich privat kenne, beziehungsweise sie alle meine Nummer haben. Das heißt, wenn es Probleme gibt, kann man das einfach privat klären. Also Leute, chillt mal lieber, ja? Oh. Junge, du immer mit deinen Videos zur Banlist, Alter. Langsam kotzt es mich an, dass du mich da immer mit reinnimmst. Was denkst du eigentlich, wer du bist? Du denkst auch, du weißt alles. Ja gut, machen wir weiter. Aber keine Angst, sowas werden wir heute nicht machen. Und ja, es gab vielleicht ein paar lustige Aussagen. Aber sind wir mal ehrlich, das sind zum Teil halt Leute, die nicht so viel Ahnung von der Meta haben, beziehungsweise selber gar nicht aktiv spielen. Und wie können diese Personen dann auch natürlich sagen, ob der Impact einer Limitierung oder eines Verbots überhaupt groß ist, beziehungsweise erst recht sagen, warum etwas passiert ist. Ach ja, und bevor wir es hier weitermachen, wie kann es eigentlich sein, dass alle, außer CK Phoenix, dass alle es nicht geschissen bekommen haben, die Verbotsliste zu verlinken? Ja, alle machen dazu ein Video, aber niemand, wirklich niemand schafft es, die zu verlinken. Ja, ich bin faul, ich geb's zu. Ich wollte in die Infobox gehen, auf die Liste klicken, aber Pustekuchen ist eben nicht in der Infobox. Warum nicht? Pack die endlich da unten rein. Oh Mann. Das Intro hat mir nicht gut getan. Doch warum ich eigentlich keine Zusammenfassung mache, liegt einfach daran, dass man eben die Reaction eben in ein paar Sekunden zusammenfassen kann. Und zwar so. Was ist das bitte für eine Banlist? What? Es hat sich nichts getan. Nicht so viel passiert? Ich hätte jetzt gedacht, jetzt hätten wir eine Liste mal, die mal wieder so richtig reinhaut. Ah, nichts. Oh gut, Maxey ist noch drauf, das ist schön. Das freut mich. Nix. Passiert ja auch mal irgendwas? Fertig. Das ist im Groben eben die Zusammenfassung der Reaction. Ich weiß, nicht wirklich spannend für ein Video. Ich hoffe, in Zukunft sind die Reactions ein bisschen besser, denn sonst muss ich mir ja selber noch irgendetwas ausdenken. Doch bevor wir ja zur Liste selber kommen, ist mir etwas bei der Recherche aufgefallen. Und ja, Leute, ich recherchiere für dieses Video. Fühlt sich komplett verraten, verarscht oder verlassen von der Konami-Bande. Was hat man dir angetan? Ist alles gut mit dir? Brauchst du Hilfe? Meld dich doch. Nein, aber mal eben Spaß zur Seite. Falls euch nicht gut geht oder ähnliches, bitte sucht euch wirklich Hilfe. Ihr müsst da nicht alleine durch. Niemand sagt das. Einfach jemanden suchen, mit dem ihr reden könnt oder so. Oder sucht euch eben professionelle Hilfe. Ist wichtig. Macht das einfach. Doch von etwas Ersten gehen wir jetzt weiter zur Liste. Und ich gehe einfach mal Stück für Stück durch, welche Karten da drauf sind und was ich dazu zu sagen habe. Und ja, Leute, da kann man nicht so viel zu sagen. Und zwar, wir fangen mit Sperrfeuer an. Ja, ist verboten. Ist klar, ist gegen Triple Gate, damit man nicht so Triple Gate spielt, das muss man halt entscheiden. Will man die Normal Summon benutzen für einen Zodiac oder für einen Triple Gate? Die Antwort ist natürlich klar, für einen Triple Gate, also klar, Hit für das Deck, ist glaube ich logisch. Ja, das war's, mehr ist nicht verboten. Glückwunsch auf jeden Fall. Eva auf 1, juckt nicht, manche haben nur eine Eva gespielt, jetzt muss man eine spielen, okay, von mir aus. Jetzt legen sie halt eben noch was anderes dazu, womit sie ebenfalls negaten können. Tritron also, still alive, juckt halt nicht. Miau Miau ist der krasseste Hit auf der Liste, denn das Deck kann zwar sein First Turn jetzt immer noch genauso machen wie bisher, aber das Problem ist halt einfach, dass eben der Follow-Up fehlt. Ja, tut dem Deck sehr weh, größter Hit überhaupt hier, wie gesagt. Ja, dann kommt Tanky. Naja, Hit King Tree Brigade und war auch irgendwie fair. Ich meine, Verstärkung für die Armee ist auf 1 und warum sollte dann Tanky auf 3 sein? Macht nicht so viel Sinn. Ja, dann Nessie auf 2. Okay, juckt. Künstlerkumpel Clown. Juckt halt genauso nichts. Notfallteleport auf 2 ist ziemlich cool. Virtual Welt freut sich sehr über diese Karte und allgemein Decks, die damit spielen. Auch PK kann diese Karte nutzen. Ist also ziemlich cool. Nice to have. Nächste Liste wahrscheinlich 3. Go for it. Double Idols auf 3. Juckt wieder kein. Fertig. Krasse Liste. Fertig. Ja, ist eine ziemlich ernüchternde Liste. Ich meine, mehr kommt da nicht. Jetzt könnten wir uns alle natürlich drüber aufregen. Aber Leute, die Liste gilt. Das ist jetzt Fakt. Also, lebt damit und baut eben eure Decks dementsprechend. Damit müsst ihr jetzt halt eben klarkommen. Doch wie fand ich die Liste eigentlich? Naja, die Liste ist eigentlich schon ziemlich bad. Aber eigentlich gar nicht, weil die Liste an sich schlecht ist, sondern weil man sich einfach mehr erhofft hatte. Man hatte gehofft, gewisse Problemkarten werden angegangen. Ebenfalls hat man natürlich gehofft, dass die Deckvielfalt verändert wird, beziehungsweise nicht die Vielfalt an sich, sondern dass eben die Top-Tier-Decks weggekickt werden und Platz eben für was Neues ist. Jedoch muss man auch sagen, dass demnächst neue Decks kommen. Denn im neuen Hauptset
gibt es einfach Flunderies und Sword Souls. Ja, beides sehr spielstarke Decks, die wahrscheinlich Top Tier werden. Zumindest eins davon. Und ja, außerdem kommt Tree Brigade durch die Vögel Support. Bedeutet, in Synchro Storm bekommt Tree Brigade indirekten Support. Also auch hier, Tree Brigade kann man in Zukunft dann anders spielen. Das heißt, es gibt einige Veränderungen jetzt in der Meta. Und Leute, wir haben jetzt natürlich Crossout Designator. Bedeutet einfach, dass der Deckbau jetzt eh anders sein wird. Und man eben gucken muss, was für ein Impact diese Karte haben wird. Beziehungsweise, wie sich die Meta dadurch eben verändern wird. Also, kurz zusammengefasst, ja, es ist nicht viel passiert, man hätte mehr machen können, aber in Zukunft wird sich die Meta automatisch mehr verändern, eben durch die zwei neuen Decks und eben wegen Crossout. Doch, was fehlt mir definitiv bei der Liste? Naja, zum einen Imperial Order. Mal ehrlich, Leute. Eine Karte, die sagt, keine Zauberkarten mehr und das als Fallenkarte, ist eigentlich schon ziemlich krass. Vor allen Dingen, wenn ihr die einfach verdeckt legen könnt, wenn ihr euer Full Board hingelegt habt. Ja, Full Board mit Order, was willst du tun? Ist halt GG. Bisschen unfair, aus meiner Sicht nicht gesund fürs Spiel, also Ban Back einfach ist nicht gut. Und dann die große Diskussionsfrage, Dragoon Ban oder whatever. Naja, kurze Zusammenfassung, Anaconda wird nicht gebannt, war klar, ist logisch. Dragoon wird auch nicht gebannt, ist logisch, weil... Genau, dunkler Magier-Decks können diese Karte ebenfalls rufen. Zusätzlich kann Virtual World das Dragoon einfach rufen. Also, warum Ban? Also, die logische Schlussfolgerung wäre gewesen, wenn wir was bannen, dann Red Eyes Fusion. Wurde nicht getan, okay, verstehe ich jetzt nicht ganz, aber wurde halt so gemacht. Okay, kann man halt eben machen. Aber, dass Anaconda nicht verboten wird, wie gesagt, war klar. Wir bekommen halt eine Schicksalsheldenfusion, und zwar den Phönix. War klar, dass das nicht gehittet wird. Auch wenn ich es jetzt sehr interessant finde, dass man sich entscheiden muss zwischen Dragoon oder Phönix oder einfach beides. Ja, da bin ich gespannt, was in Zukunft auf jeden Fall die Decks spielen werden. Dragoon oder Phönix? Dragoon oder Phönix? Ich nehme Käse. Ja, Leute, mehr kann ich zu dieser Liste eigentlich auch nicht sagen. Findet ihr sie gut oder schlecht? Lasst uns einfach mal in den Kommentaren darüber diskutieren. Ich bin sehr froh, dass Maxi nicht zurückgekommen ist, aber das ist nur meine Meinung. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und vor allen Dingen jetzt viel Spaß beim Deckbau.